Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Setup. Jetzt am Samstag beginnt unsere Longboard-Tour und ich wollte euch kurz mein Setup zeigen, mit was ich die Longboard-Tour starte, was ich mir noch extra dafür geholt habe und der restlichen Sachen sind natürlich Anziehsachen, ein bisschen, keine Ahnung, Money und hast du nicht gesehen. Aber zu den wichtigen Sachen gehört einmal ein Rucksack. Ja, das ist ein extra wunderschöner Rucksack, ja, in Neongrün, damit man auch auf jeden Fall gesehen wird. Ja, das ist das Wichtigste. Dann eine neue Regenjacke in meinem Lieblingsstyle, nämlich Camouflage. Ja, ein wunderschöner neongrüner Helm. Ja. Dann eine Trinkblase für 3 Liter. Dann nochmal in Camouflage, so ein Halsschal. Ja, die finde ich ultra praktisch, gerade wenn es morgens auch noch etwas kühler ist. Dann einmal New Shoes, ja, meine Lieblingsschuhe. Ja, und das sind Essex, ja. Essex sind absolut meine Lieblingsschuhe, weil die haben einfach die beste Sohle. Die Sohle geht nicht so schnell kaputt wie bei anderen Schuhen und es sind Laufschuhe. Ich kann generell nur mit Laufschuhen Longboard fahren. Dann noch mein gepimptes Longboard mit ein wenig Panzertape und ich habe mir heute noch diese Lämpchen. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, auf jeden Fall diese Lampen habe ich mir wunderbar dort montiert, heute noch mit Heißkleber. Ja, ich weiß nicht, ob man es genau sehen kann, da ist eine Menge Heißkleber drunter. Ja, die werden sich nicht lösen. Hinten habe ich das gleiche nochmal in Rot, kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ja, und davon habe ich halt auf jeder Seite eine Lampe. Heißt hinten 2 rote, vorne 2 weiße. Und das ist das Wichtigste, was man für die Longboard-Tour braucht. Ansonsten, was noch mitkommt, ist mein Gaming-Laptop, damit wir die Videos schneiden können. Wir haben 2 Kameras, eine hat Julian, eine habe ich. Genau, wichtige Infos, durch welche Städte wir kommen, ja. Das werde ich euch nochmal rausschreiben, das werden wir nochmal, da werden Lulige und ich, also Julian und ich werden uns zusammensetzen und das nochmal einzeln besprechen mit euch, durch welche Städte wir kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch. Wir sind auf jeden Fall mega gehypt. Und vielleicht kriegen wir das erste Longboard-Tour-Video am Samstag, wenn wir nach Köln fahren. Wuppertal, Köln. Vielleicht kommt es schon am Samstagabend. Wer weiß. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Wow.